herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Ich bin Jill von Jill's Blog und ich bin heute wieder am Burger testen. Und zwar bin ich wieder hier bei Friends and Burgers und habe diesmal meine Freunde. Und wir testen uns hier mal bunt durch die Karte. Den Bacon Burger haben wir schon probiert. Mein Fazit 1A. Und es kommen noch ganz viele weitere Burger und wir nehmen euch natürlich mit und verraten euch, was besonders gut schmeckt. Das ist Peter, der CEO von Friends and Burgers und der ist heute extra aus Finnland angereist, um dabei zu sein. Und er erzählt uns jetzt einfach auch mal, wo der Friends and Burgers herkommt. Und was ist euer Geheimnis? Friends and Burgers was founded in 2014. At the moment we have 6 restaurants, 4 in Finland, 1 in Denmark, and this in Hamburg is the first one in Germany. Concept, Friends and Burgers concept is that we do everything ourselves in the kitchen. We try to source all ingredients as locally as possible, and we try to avoid all additives, because we believe that when you use fresh ingredients and really put a lot of work into it, then you get the best taste. We appreciate that we had the chance to invite Jill and her friends tonight. Thank you very much. And it's really great. Genau, und ich würde sagen, wir gehen mal weiter futtern. Grandios, grandios. Noch könnte es im Hunger liegen, später kriege ich ein weiteres Urteil. Thank you for tonight and of course auf Wiedersehen. Vielen Dank für die Einladung, Jill, hier zu Friends and Burgers. Ich kann sehr den Umami-Burger empfehlen und ich komme definitiv wieder. Ich fand auch den Umami-Burger am besten, weil das endlich mal was anderes ist zu den Burgern, die man sonst so kennt. Also ich kann nur den veganen Burger empfehlen. Ich bin Vegetarierin und der ist einfach super. Mein Lieblingsburger war der vegane mit Tomaten-Chili-Creme. Mir hat der Classic-Burger mit extra Bacon und Jalapenos am besten geschmeckt. Mir hat der Cheese and Onion extrem gut gefallen. Ich fand den Cheese and Onion Burger am besten. Ich kann den Chipotle-Burger sehr empfehlen. Der Chipotle-Burger hat meinen Gaumen sehr erfreut, doch der Bacon-Burger war am Ende der beste. Mein Favorit war der Bacon-Burger. Also ich fand den Bacon-Burger am besten, der war sehr gut. Mein Lieblingsburger war heute Abend der Bacon-Burger. Der Bacon-Burger war mein Lieblingsburger. Ich würde gerne auf jeden Burger jetzt Bacon haben. Mein Lieblingsburger war der Bacon-Burger. Mein Favorit ist der Bacon-Burger. Mir hat der Bacon Burger am besten gefallen. Der Lieblingsburger war der erste Burger. Ich bin der Meinung, das war der Bacon Burger. Mein Favorit war der Bacon Burger. Ja, mein Lieblingsburger war der mit dem Bacon. Mein Lieblingsburger? Also ich fand den ersten am besten, der Bacon Burger. War sehr würzig, sehr lecker, guter Bacon, sehr frisch. Der Bacon Burger war definitiv mein Favorit. Mein Lieblingsburger von vier war der Bacon Burger. Am besten war wirklich der Bacon Burger. So, wir haben uns jetzt hier wunderbare Karte gefressen. Ich glaube, wir sind alle pappensatt. Und damit ihr auch in den Genuss kommt, habe ich ein paar Gutscheine zu vergeben. Und was ihr dazu machen müsst, ganz einfach, lasst mir ein Like für dieses Video da und kommentiert unten, wenn ihr auf YouTube seid. Und wenn ihr direkt auf meinem Blog seid, könnt ihr auch einfach das unten an gute Formular ausfüllen. Und schon seid ihr dabei und habt die Chance, auch hier kostenlos zu speisen. Ich freue mich. Sehr, sehr lecker. Ich bin top satt. Sehr glücklich.